Wie lasse ich los? Lasst uns ansehen, was ist überhaupt festhalten? Es ist ein Widerstand gegen den gegenwärtigen Moment, ein Verkrampfen, ein Festhalten daran, dass das Leben so sein soll, wie ich es will. Ja, und dieses Ich, das seinen persönlichen Willen haben will, das ist das Ego. Das ist der Widerstand gegen den Fluss des Lebens, gegen den natürlichen Fluss. Es ist das Verlangen danach, dass die Dinge so sein sollen, wie ich es will. Das ist das Festhalten, das Gegenteil vom Loslassen. Aber kannst du dieses Ich finden? Nein, alles, was du findest, wenn du genau hinsiehst, ist ein Gedanke, nämlich der Gedanke, ich will oder ich will nicht. Und das ist es, was du glaubst zu sein, das ist das Ego. Aber wer bist du wirklich? In Wahrheit bist du einfach dieser freie Fall des Lebens, Mann. Das ist der freie Fall des Lebens und du bist dieser freie Fall. Ja, du bist der freie Fall selbst. Du bist dieses Loslassen, Mann. Einfach dieser freie Fall, der Tanz des Lebens, Alter. Der sich einfach entfaltet in jedem Moment. Ein freier Fluss. Und in dem Moment, in dem du erkennst, dass du nicht dieses separierte Selbst bist, kannst du dich einfach fallen lassen. Wieder Kind sein. Spaß haben. Und einfach in diesen freien Fluss hineinfallen. In den grundlosen Grund des göttlichen Seins, des Lebens, Mann. Das ist das echte Loslassen. Erkenne, dass es dieses separierte Selbst nicht gibt und dass du der freie Fall des Lebens bist.